Hallo, beste Freunde. Ja, ihr habt es wieder lange ersehnt und erwartet und ich habe auch wieder zahlreiche Nachrichten bekommen. Das Pillenupdate ist da. Ich befinde mich jetzt im vierten, also Anfang des vierten Zyklus. Ich habe jetzt drei Zyklen durch quasi und ich würde gleich auch mal ein bisschen in meine Clue-App reinschauen. Ich habe Clue das letzte Mal, glaube ich, schon vorgestellt. Clue könnt ihr euch ganz einfach im Apple Store oder Play Store, heißt es, glaube ich, bei Android. Berichtigt mich, ich habe ein iPhone, ja, Opfer. Das könnt ihr euch da einfach runterladen. Das ist dann einfach ein Tracker. Ihr könnt da alles eingeben, was ihr wollt. Krämpfe, Haare, ob sie fettig sind, wie sieht die Haut aus und so. Ich will euch ein kleines bisschen wieder zu meinem Zyklus erzählen, weil euch das ja jetzt interessiert und immer wieder gefragt werde, wie geht's dir jetzt? Aber ich antworte da nicht mehr drauf. Ich antworte damit mit Videos und ich werde euch diese Videos als Antworten dann einfach nur zukommen lassen, damit ich mir nicht jedes Mal die Finger wund schreiben muss. Also, wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Ich hatte gesagt, meine Libido ist absolut noch nicht wieder da. Unterleibskrämpfe waren jetzt auch nicht wirklich stark. Ich habe mich ganz anders an meine Teenager-Unterleibskrämpfe erinnert. Meine Laune wurde besser und Mittelschmerz hatte ich beim Eisprung. Genau, da waren wir stehen geblieben. So, ich habe jetzt natürlich auch das letzte Mal gar nicht erwähnt. Ich schaue hier mal in meine App rein, wie lange meine Zyklen waren. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal sehr, sehr strange um wie der erste Zyklus war und es waren tatsächlich am Stück 36 Tage. Ich glaube, laut Wikipedia heißt es, ein Zyklus liegt zwischen 25 und 35 Tagen. Es ist kompletter Bullshit. Leute, ihr setzt eure Pille ab, aber dazu komme ich gleich noch. Der Zyklus danach waren 30 Tage. Das war ein sehr, sehr kurzer Zyklus. Da dachte ich, wow, es fängt schon an, sich einzupendeln. Und dann kam dieser Zyklus. 37 Tage waren es. Und zwar hatte ich tatsächlich Angst. Okay, Storytime. Ich erzähle euch jetzt von der Geschichte. Ich bekam erstens zu meiner Haut, ich bekam Pickeln. Ab dem 20., 22. Tag ging es los mit der PMS-Phase. Das heißt, meine Laune wurde, boah, Leute, explosiv. Es war nicht depressiv. Aus der Depression bin ich mittlerweile in Aufschwung, sagen wir es so. Aber dazu kommen wir gleich. Und es ging los mit der Haut, weil die Haut sich eben langsam schon darauf eingestellt hat, dass es Richtung Tage geht. Ich habe natürlich auch des Öfteren gehört, dass die Haut die ganze Zeit irgendwie schlecht ist beim Pille absetzen. Das sehe ich jetzt. Es geht zurück. Das heißt, es lag einfach nur an der prämenstrualen Phase, dass die Haut so losgefeuert hat. Ich hatte hier in den typischen Hormonbereichen immer schön Pickel. Wenn ich natürlich, wie ich bin, natürlich nicht die Finger von lassen konnte, habe ich wahrscheinlich die Bakterien hier so über die Stirn so ein bisschen drüber getragen. Das heißt, meine Stirn war ein bisschen streuselig. Das dazu. Und ich hatte eben alle Anzeichen, dass meine Tage kommen. Was jetzt natürlich der Fall war, sie sind da. Ich hatte leichte Unterleibskrämpfe immer mal wieder. Die Eierstöcke haben sich abgewechselt. Es war nichts Schlimmes, aber es war so ein bisschen der Vorbote, es kommt bald was. Und dann habe ich irgendwann in meine Clue-App geguckt und meinte, boah, ich bin schon bei Tag 35, 36. Boah, wann geht's denn los? Ey, das letzte Mal waren es doch bei 30. Das muss ich jetzt eingependelt haben. Was macht man als Frau, die verängstigt ist, obwohl alle Zeichen da sind, dass die Tage kommen? Man holt sich einen Schwangerschaftstest. Ich also Schwangerschaftstest geholt. Vor 2 Tagen war das der Fall. Ich habe jetzt natürlich meine Tage bekommen. Das war komplett unnötig. Und ich habe mir natürlich den Test geholt, wo man in ein Glas pinkelt. Das heißt, ich saß vor diesem Glas und ich hielt ihn rein. Man soll es 10 Sekunden reinhalten. Ich glaube, nach den ersten 3 Sekunden kam schon negativ. Man soll dann 3 Minuten warten. Das heißt, ich saß ungefähr so vor meinem Glas Pisse, um es mal ordentlich auszudrücken, und habe 3 Minuten gewartet. Es hat sich nichts geändert. Es blieb negativ und ich wurde ruhiger. Also dafür, dass es mich wieder auf den Boden geholt hat und meine explosive Stimmung ein bisschen runtergeholt hat, war dieser Test jeden Cent wert, aber es war eben ein bisschen Panik dabei. So, meine Haut hat losgefeuert, meine Haare sind immer noch nach wie vor sehr, sehr fettig. Es feuert hier oben alles nach. Ich denke mal, es geht nächsten Zyklus hier auch weiter mit den Pickeln. Meine Laune ist sowas von top. Ich kann euch sagen, ich hatte
sehr wenig schlechte Tage. Und wenn es schlechte Tage waren, dann waren es eher faule Tage. Ich weine nicht mehr. Extrem, höchstens in der PMS-Phase. Aber Leute, hey, es ist PMS-Zeit. Was soll ich dazu sagen? Loki ist zum Beispiel eher in seiner Pubertät, der eine läufige Hündin getroffen. Der ist die ganze Zeit am Heulen, dass er nicht poppen darf. Ich habe deutlich weniger geheult als Loki, was schon was heißen will. Meine Laune ist sowas von top. Mir geht's fantastisch. Also, es wird immer befreiender, habe ich das Gefühl. Von Monat zu Monat, von Tag zu Tag sogar. Es wird immer besser und es ist immer noch für mich, egal wie viele Pickel ich im Gesicht hatte, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Außer, dass es verhütungstechnisch natürlich eine kleine Challenge ist und dass ich eine Person bin, die sich sehr schnell in Rage redet. Deswegen ja auch der Schwangerschaftstest. Aber ich muss dazu nochmal sagen, Kondome sind sicher. Ich habe mich dazu entschieden, die Spirale mir erst einsetzen zu lassen, wenn meine Tage etwas regelmäßiger kommen. Das kann im nächsten Jahr dann wahrscheinlich der Fall sein. Und ich werde weiterhin vorsichtig sein. Jetzt aber zur Libido, was euch natürlich auch alle interessiert. Sie kommt langsam wieder. Tatsächlich, es ist wunderschön. Sehr, sehr, sehr schleichend immer noch. Ich glaube, das dauert, bis sich das alles komplett reguliert hat. Aber sie kommt und es ist schön, es manchmal zu spüren, dass man doch noch Lust auf Sachen hat. Ich bin gerade am Überlegen, was ich euch noch so erzählen kann. Die Pickeln auf dem Rücken gehen langsam zurück. Haarausfall habe ich nicht groß mitgekriegt. Es wird tatsächlich immer weniger, dass Haare ausfallen. Das heißt, es ist auch gut möglich, dass es mit von der Pille gekommen ist. Aber ich beobachte, ich erzähle, wir werden sehen, ob es tatsächlich davon kam. Denn ich habe tatsächlich wirklich dolle Knäuel immer in der Hand gehabt. Also es war schon eine halbe Hand voll meistens, wenn ich geduscht habe. Mittlerweile kann ich die nur so mit den Fingern, mit den zwei Fingern greifen. Also um es in Zahlen auszudrücken, davor waren es vielleicht 40 Haare, die ich beim Duschen verloren habe. Mittlerweile sind es eher 10, 15 vielleicht. Also es ist schon eine Verbesserung. Krämpfe sind nicht großartig. Meine Tage sind vielleicht ein Hauch stärker als mit der Pille. Mir geht's verdammt gut. Und mich würde es jetzt natürlich im nächsten Schritt interessieren, wie geht's euch? Habt ihr mitgemacht? Wie geht's euch, falls ihr euch eine Spirale habt einsetzen lassen? Wie gesagt, ich habe da ja jetzt meine Entscheidung in Richtung, ich warte noch ein bisschen ab und lasse den Körper noch ein kleines bisschen detoxen, getroffen. Und ja, wie geht's euch? Das interessiert mich. Wie sieht's bei euch aus? Gerade so Pickelmenge. Wie geht's euch von der Laune her? Wie geht's euch libidotechnisch, Leute? Wir sind hier ja ganz unter uns, ne? Ja, genau, Alex, wir sind hier komplett unter uns. Auf jeden Fall war es das erstmal zu meinem Pillen-Update. Jedes Mal, wenn ein Zyklus zu Ende geht, werde ich mich vor die Kamera setzen. Das heißt, ihr müsst tatsächlich auch immer mit abwarten, wie lange meine Zyklen gehen. Und trackt fleißig, schreibt mir unten fleißig eure Tipps rein. Wenn ihr nochmal ein separates Video dazu haben möchtet, wie ich mit den hormonellen Pickeln umgegangen bin, dann mache ich das gerne. Ansonsten habe ich auf Instagram auch schon ein Foto gepostet, wo ich einen längeren Text mal drunter geschrieben habe. Aber wenn ihr das nochmal in Videoform irgendwie haben wollt, dann tell me. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Ich sehe euch im nächsten Video wieder und ihr seht mich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssikowski.